Gibt es einen Konkurrenzkampf unter den Immobilienmaklern? So, meine Freunde, willkommen zurück auf diesem Kanal. Mein Name ist Long, ich bin Immobilienfotograf. Gegenüber von mir sitzt der gute Benedikt Griner von Haus und Objekt Griner GmbH. Er ist Immobilienmakler und Darlehensvermittler. Ein Punkt, ja, deswegen auch das Video, hat mich sehr interessiert oder fand ich sehr interessant. Ich persönlich dachte immer, dass es einen Konkurrenzkampf unter den Immobilienmaklern gibt. Aber nachdem ich des Öfteren mit dir auch geredet habe, hast du auch des Öfteren andere Makler aus der Region sogar empfohlen. Und daher die Frage, gibt es überhaupt einen Konkurrenzkampf unter den Maklern? Also wir haben keine Konkurrenz, wir haben nur Kollegen. Ja, und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Das spiegelt auch wieder sein Netzwerk wider. Wir kommen mit fast allen sehr, sehr gut aus. Wenn man die Immobilien selber nicht im Portfolio hat, hat es vielleicht jemand anders. Du hast den Kunden, jemand anders die Immobilie. So kann man einfach einen deutlich größeren Mehrwert auch für einen Kunden schaffen. Der Kuchen, ganz ehrlich, ist groß genug. Ja? Da braucht man nicht dieses alte, sture Konkurrenzdenken, sondern das gibt es bei uns nicht. Ich habe nur Kollegen und das macht sehr, sehr viel Spaß. Ja? Ein weiterer USP von uns ist, dass wir einfach auch deutschlandweit ein sehr weit verbreitetes Maklernetzwerk haben. Deswegen ist eigentlich egal, wo die Immobilie ist, selbst wenn sie ich nicht vermarkten kann, dann kenne ich mindestens eine Person, die es kann. Vielen Dank für deine Insights. Ja, wusste ich, wie gesagt, vorher selber auch nicht. Falls ihr Immobilienmakler seid und gerne Kontakt mit ihm aufnehmen möchtet, ja, wo macht man das am besten? Immobilienmakler, Versicherungsbüros, egal wer, ihr könnt euch unter www.hausundobjekt.com im Reiter Partner eintragen. Wir setzen uns dann direkt mit euch in Verbindung und prüfen die Kooperation. Und wenn das stimmig ist und alle Personen die gleichen Werte ausstrahlen, dann kann es zur Kooperation kommen und man kann gemeinsam wachsen und erfolgreich werden. Gell? In diesem Falle einfach www.hausundobjekt.com und dann hört man sich am Telefon oder auf eine Tasse Kaffee hier. Wie immer, alles in der Beschreibung verlinkt, ja. Und ja, ich danke dir für deine Expertise und deine Insights. Wenn dir das Video gefallen hat, vergiss nicht, diesem Video ein Like zu geben und diesen Kanal zu abonnieren. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.